Can I go to the bathroom? 2 minutes. Introducing Lynx from Atari, the color video game you can get away with. Well, sometimes. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Format, in dem ich über alte Konsolen rede. Und hier haben wir den Atari Lynx 2, den ich mir auf der Retro-Börse recht günstig geschossen habe. Ich glaube, mit 4 Spielen waren es knapp 70 Euro. Aber ein super geiles Ding. Ja, hier werde ich nicht viel erzählen von wegen, oh, das ist hier bla bla technische Daten und so, sondern eher so mein eigenes, wie ich das so empfunden habe und so. Ich kann auf jeden Fall sagen, das ganze Ding, das kam 1989 raus. Das hier ist allerdings schon der Atari Lynx 2. Der 1, der war noch viel, viel größer. Und der 2, der kam dann raus, weil sie gemerkt haben, oh, der ist zu groß, der verbraucht zu viel Batterien. Allerdings hat sich da immer noch nicht viel geändert beim Atari Lynx 2. Hier unten ist die Klappe, kann ich mal aufmachen. Da kommen 6 Batterien rein, von denen der Gameboy zum Beispiel nur 4 brauchte. Und ich weiß, damals hatte keiner, wirklich keiner von meinen Freunden einen Atari Lynx. Jeder hatte einen Gameboy, weil Gameboy musste man haben. Aber wer einen Atari Lynx hatte, der war der King. Weil das kam noch vor dem Game Gear, vor dem Sega Game Gear. Und es war die erste Konsole, tragbare Konsole mit Farbdisplay. Und der Atari Lynx, der war halt nicht so erfolgreich, weil er erstmal teuer war, weil er groß und klobig war und weil er so viele Batterien verschlingt. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil es ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Es gibt dafür wirklich geile Spiele und die lassen sich richtig geil spielen. Das ist super. Eine Zeit lang gab es zu jedem Lynx zum Beispiel auch Batman Returns kostenlos dazu. Ich habe hier auch noch Checkered Flag, California Games und Gates of Xenocon liegen. Die Module sind so schmal. Also die sind wirklich ein Blatt breit. Nicht schlecht. Kommen hier hinten rein, wie beim Gameboy. Allerdings nicht mit dem, weißt du, so, da könnte ja jeder sehen, was man spielt. Nein, man muss sie wirklich so rum hier reinstecken. Also ganz, ganz seltsam. Und erwartet jetzt nicht zu viel von dem Display. Das Display war zu der Zeit richtig gut. Jetzt allerdings, würde ich sagen, ist es so eher mäßig. Ich zeige euch das ganze Gerät mal. So. Machen wir mal auf On. Und ab geht die Luzi. Es gibt natürlich wieder ein Brightness-Rad. Es gibt hier oben für Lautstärke. Da kann man natürlich Kopfhörer anschließen. Ja, und ihr hört schon. So. Level 1 ist The Red Triangle. Ich sehe aus meiner Sicht hier gar nichts. Ja, ist ein bisschen blöd zu machen, so. Ihr seht schon, das sieht richtig gut eigentlich aus. Ne, bedenkt, zu welcher Zeit das rauskam. Das kam zu der Zeit raus, wo der Gameboy rauskam. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd jetzt zu spielen so. Ja, und man hört auch auf jeden Fall der Sound, der ist richtig fett. Man hat extra einen Knopf für an und für aus. Ich kann das mal eben zeigen. Man hat hier für Power on, Power off. Dann Backlight, das kann man an- und ausschalten. Das Hintergrundlicht, um Strom zum Beispiel zu sparen in der Sonne. Und hier noch verschiedene Optionen, Restart, also auch Reset, Flip, das ist, man konnte mit der Konsole nicht nur so spielen, sondern auch so. Man konnte sie dann so halten, hat man hier so gesteuert und hier die Knöpfe so gedrückt.
Weil ihr müsst bedenken, früher Arcade-Automaten, es gab ja noch kein 16:9, da war das innen, dass die hochkant standen. Und das ist ja wirklich, damit haben die bei der Konsole geworben, dass man damit die ganzen Arcade-Titel zu Hause und unterwegs spielen kann. Und das war so der ganze Gedanke dahinter. Liegt übrigens trotz der Größe sehr, sehr gut in der Hand, weil man hat hier hinten extra noch so Griffdinger, die genau an die Finger angepasst sind. Also man gleitet da quasi direkt rein und hat das Ding grifffest in der Hand. Richtig geile Sache. Also wenn ihr bei eBay so ein Ding gut erhalten kriegen könnt, dann holt euch den. Und am besten noch mit ganz, ganz vielen Spielen, zum Beispiel Cyber Robots, heißt das, glaube ich. Ist sehr, sehr gut. Dafür habe ich leider persönlich noch nicht. Ich muss meine Atari Lynx Sammlung noch ein bisschen erweitern, sage ich mal. Und das Problem ist einfach nur, das Ding ist halt so groß und klobig. Das kann man nicht überall mitnehmen. Sonst würde ich das bestimmt auch mal irgendwie mit rumschleppen, weil es kommt bestimmt noch besser als der Sega Nomad oder so, wenn ihr im Bus sitzt oder am Flughafen oder sowas und die sitzen alle mit ihrem kleinen Nintendo DS und sowas und ihr holt das Ding raus und fangt da an hier zu playen, am besten noch die Lautstärke voll aufdrehen. Kann ich mal eben, California Games kennt man ja eigentlich, den Sound, ne? Kann ich nochmal, um den Sound zu demonstrieren. Das ist einfach geil. Na, Sound. Ja, ich weiß, die meisten sitzen jetzt zu Hause und denken sich, was ist mit dem Gameplay mal los? Hat er jetzt endgültig seinen Verstand verloren? Aber nein. Jetzt ist der On-Knopf hängen geblieben. Nee. Ja, auf jeden Fall ein super geiles Gerät. Ich find's echt schade, dass ich es damals nicht gekriegt habe, aber ich habe ja auch keinen Gameboy gekriegt. Den musste ich mir ja auch zusammensparen, indem ich Fahrräder geputzt habe und Mopeds und Autos und so, alle aus der Nachbarschaft, und dafür Geld gekriegt habe und mein Taschengeld wochenlang gespart habe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, das kommt in dem Gameboy-Video, das natürlich auch kommt. Aber ich wollte erstmal mit so einem Außenseiter anfangen, den nicht jeder hat, damit auch jeder sieht, oh, hier gibt es auch interessante Sachen, die ja eher unbekannt sind, bevor ich hier an die Mainstream-Konsolen rangehe. Okay, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Zeitgeschichte, ein bisschen Atari Lynx näher ans Herz legen. Und ansonsten, wenn ihr so ein Ding holt, holt euch auch so eine. Ich habe sogar die Original Atari Lynx Tasche dazu direkt bekommen, ne, zum Aufbewahren, weil das Ding, das ist einfach viel zu schön und viel zu wertvoll, als dass man das jetzt irgendwo rumfliegen lässt und zustauben. Ne, da muss das lieber schön gepflegt, schön weggeschlossen werden, damit da nichts drankommt. Ja. Okay, das war's jetzt. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Coming to a screen near you. In over 4000 colors. With full stereo sound. On the largest portable video game screen in the world. Free. Only on Atari Lynx. Batman Returns. A $50 value. Free with any purchase of the Atari Lynx game system. Now for a limited time only.